mit. Kommt mit. Ich war ja gebrannt. Ja, mach ich noch. Don't tell me.
Schön, da sind wir wieder in Dortmund. Unglaublich. Also, das ist wirklich verrückt. Wirklich, Dankeschön. Ihr seid viel zu gut zu uns. Dankeschön, dass ihr heute Abend hier seid. Wir werden heute unser Bestes geben. Wie ihr schon wisst, wir feiern heute Abend 25 Jahre Over the Hump. Und ja, und man könnte fast sagen, fast, nicht ganz, dass der ganze Wahnsinn hier anfing, hier in der Westfalenhalle. Auf jeden Fall war das ein deutlicher Meilenstein und das feiern wir ja immer wieder. Aber seitdem sind ja auch einige Sachen passiert. Ich persönlich habe dann einen Zerfall erlebt und dann wieder aufstehen. Und ich glaube, die meisten von uns erleben das, oder? Hoch und runter geht es im Leben. Ne? Ja. Sei es im Beruf, in der Gesundheit oder in den Beziehungen. Und am Ende, das ist jetzt nicht sehr weihnachtlich, aber am Ende kommt der Tod. Ja. Das wäre am Ende diese Reise auf Erde. Ich meine, es geht dann auch weiter. Und dann ist die ganz große Frage, geht's nach oben, ins Himmel oder woanders? Vielleicht ganz nach unten, keine Ahnung. Aber das ist jedem für sich. In diesem nächsten Lied singe ich darüber, wie der Kampf im Herzen gewonnen wird und nicht auf dieser supergroße Bühne oder auf der Straße, auf der Fußgängerzone, sondern jeder allein mit dem lieben Gott in seinem Herzen. Da wird es gewonnen oder verloren. Und darum geht es im nächsten Lied, okay? Ich weiß, wir haben Weihnachten. Wir haben Weihnachten. Und es handelt sich eher ums Leben. Aber wir haben auch einige Liebsten verloren. Seit 25 Jahren. Also heute würde ich gerne meinem Vater den Song widmen, denn die haben mir einen Wahnsinnsabend gebracht. Ihr könnt es. Ich bitte euch, macht meine Taschenlampe an. Eure Handys, macht sie bitte an. Wir haben jetzt circa 40 Bilder, die wir auf der großen Leinwand tun werden, von Menschen, die euch vielleicht lieb sind. Wir haben einen Aufruf gemacht per Facebook, schickt uns eure Bilder. Und wir haben gute 1000 oder ein paar 1000 Bilder innerhalb von einer Stunde bekommen. Und wir können nur 40 auf der Leinwand tun, aber die sind stellvertretend für alle unsere Liebsten. Lasst uns bitte gemeinsam ein kleines Gebet für unsere Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen machen. Ja? Macht doch mal ein paar Kerzen mehr an, Leute. Es ist Weihnachten. Ah, sehr gut. Mehr als Patricia, wie ich sehe. Aha, sehr schön. Also ich drehe mich um. Seid mir nicht böse. Aber es handelt sich ein bisschen wie... Ich tue mich. Thank you.
Thank you.
Jugend. Und heute Abend werden drei Kinder auf die Bühne, also Jugendliche, es sind keine Kinder mehr, von Joey und Tanja auftreten. Ich bitte um ein ganz großes Applaus für Lili, Luke und Leon Kelly. Yes.
Freedom, sweet freedom.
Thank you.
Thank you.
Also, Gordon und vor allem diese Halle, die Westfalenhalle, ist echt das unglaublich Schönste, was man überhaupt als Musiker erleben kann. Und ihr macht es natürlich als Lied. Und jedes Mal ein großes Geschenk, hier spielen zu dürfen, und jedes Mal ein großes Geschenk. Wir freuen uns, dass wir morgen aufspielen dürfen. Ist nicht ganz voll, deswegen, es gibt ein paar Plätze, aber wir geben alles, das ist das letzte Konzert dieses Jahr. Und wir werden alles geben und wir freuen uns auf morgen. Also. Ansonsten, kommt ein gutes neues Jahr, guten Rutsch und hoffentlich sehen wir ganz, ganz viele von euch im nächsten Jahr. Alles Liebe und Dankeschön. Heute Abend möchte ich oder vielleicht auch wir diesen nächsten Lied jemandem Besonderes widmen. Ich bin sonst nicht für Anwälte zu haben, aber es gibt einen Mann namens Boris Schade, der ist hier in der Halle und dem Jungen haben wir wahnsinnig viel zu verdanken, dass
dass wir überhaupt wieder auf der Bühne stehen. Ja, das ist wirklich so. Ich bitte euch, macht mal einen Riesenapplaus für euch. Wir sind die Kelly Family und wir sind eine Familie wie sonst jede Familie. Wir sind eine kaputte Familie. So ist das. Wir haben nur Glück, dass der liebe Gott gnädig mit uns ist und dass wir Musik machen dürfen. Und das bringt uns immer wieder zusammen. Meine Damen und Herren, es ist Weihnachten und ich denke, wir können sagen, das nächste Lied ist zwar über einen Traum, aber der vielleicht auch wahr geworden ist. Wir sind nicht mehr allein. Der liebe Gott ist mit uns seit dem ersten Weihnachten. Das ist We Had a Dream.
Gehen wir erstmal raus.